Endlich wieder Eiersuche und Hoppeln der Hasen. Nach 2 Jahren Ostern unter Corona-Bedingungen können wir uns zum Glück wieder auf ein entspanntes Fest freuen. Die Menschen in Worms schmieden schon Pläne. Wie verbringst du denn das Osterfest? Also wir gehen bei meinem Freund zur Oma und zur Opa, dann essen wir alle zusammen und montags gehen wir zu meinen Eltern und essen zusammen. Ostereier färben wir, da haben wir eine ganze Palette der Naturfarben, das sind wir munter am Färben, am Schnipseln und draufkleben mit den Kindern und das macht uns viel Spaß. Das setzt uns wieder an unsere Jugendzeit zurück und wir blühen förmlich auf, ein Hoch auf diese Osternzeit. Ja, bei meinen Eltern, meine Mama, die macht so extra Gebäck und was für die Kinder verstecken, für Enkel. Und ja, das ist dann so die Suche. Na, das hört sich doch schon mal gut an. Stellt sich nur die Frage, ob bei der Eiersuche auch das Wetter mitspielt. Welche Kleidung Sie aus dem Schrank holen sollten, das verrät gleich unser Wetterexperte. Vorher haben wir aber noch ein paar Ideen für all diejenigen, die noch nicht so wirklich in Osterstimmung sind. Tipp Nummer 1. Haben Sie schon mal eine Tour auf dem Neckar gemacht? Falls nicht, dann ab auf die Weiße Flotte. Die schippert regelmäßig von Heidelberg bis nach Neckarsteinach und die Strecke bietet wunderschöne Sehenswürdigkeiten. Falls Sie sich jetzt trotzdem noch fragen, warum Sie das tun sollten, hier die Begründung. Weil Heidelberg die schönste Stadt ist, wir wunderschöne Schiffe haben und es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Ausflug wert. Kann ich nur empfehlen. Wer es doch noch etwas ruhiger mag, der geht einfach dem Lieblingshobby der Deutschen nach. Die Rede ist, na klar, vom Grillen. Fleisch und Gemüse auf den Grillrost und los geht die kulinarische Reise im heimischen Garten. Wenn Sie aber doch eher Flüssignahrung bevorzugen, dann gibt's hier noch Tipp Nummer 3. Eine Wanderung durch die schönen Weinberge unserer Region. Schnappen Sie sich einfach Ihre Liebsten und packen eine Flasche Wein ein. Achtung aber, wenn Sie schon einen Ausflug in den Pfälzerwald geplant haben. Schnee hat die Bäume so sehr beschädigt, dass Äste herunterfallen könnten. Die Forstverwaltung rät daher von einer Wanderung ab. Verzichten müssen Sie aber auf einen Ausflug in den Forst nicht. Der Odenwald ist die perfekte Alternative. Hier besteht keine akute Gefahr, Vorsicht ist natürlich aber trotzdem geboten. So, und da Sie jetzt vor der Qual der Wahl stehen, was Sie mit Ihren Ostertagen anfangen, hier noch die Antwort auf die große Frage. Spielt das Wetter denn mit? Das Osterwetter dieses Jahr wird schön langweilig oder auch langweilig schön. Am ersten noch zur was zu berichten gibt's für den morgigen Karfreitag. Da ziehen noch einzelne Wolken durch. Die Temperaturen dann noch bei 20, 21 Grad. Das sind so die letzten Reste dieser warmen Frühlings- oder fast schon Frühsommerluft, die wir die letzten Tage hatten. Zu Ostern wird's dann insgesamt ein bisschen kühler. Dafür gibt's kaum noch Wolken. Also am Samstag vielleicht 1, 2 Wolken und die angesprochenen 16 bis 18 Grad. Der Sonntag mehr oder weniger den ganzen Tag über wolkenlos, die 16 bis 18 Grad. Am Montag dann wieder vielleicht 2 oder 3 Wolken und wieder angenehme 16 bis 18 Grad. Ab Dienstag pünktlich wird es wechselhafter, also das Timing passt dieses Jahr auch. Und damit Ihnen schöne Ostern. Na, das klingt doch vielversprechend und wir schließen uns natürlich an. Egal ob bei der Eiersuche, beim Wandern oder doch der Fahrt auf dem Neckar. Am Ende bleibt nur eins zu wünschen: frohe Ostern.